Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Gauntlet. Ja, ohne Umschweife, da wir nicht genug Geld haben, um uns noch was zu kaufen, geht es gleich ins zweite Level des Lava-Gebietes. Mal sehen, was uns dort erwartet, außer weitere Kultisten. Ja, Relikte kosten Tränke für den Einsatz. Näher am Kern werden die Bedrohungen finsterer. Okay, das fängt schon mal gut an. Ein Schlüssel und ein Trank. Dann bin ich mal gespannt, was hier jetzt gleich auf uns wartet. Dämonen. Mal sehen, ob sie bluten. Ja. Dämonenschelm. Neue Gegner. So. Das könnte nützlich sein. Einfach mal ausschalten und die Krone einsammeln, bevor sie auch Krone verlieren. So, weg mit dem Spawner und dann schon mal her mit dem weiteren Gold. Okay, fliegende Dämonen. Das ist garstig. Au. Das sieht wertvoll aus. Fliegende Dämonen, die mit Feuerbällen werfen. Ne? Au. Au. Und böse Augentyrannenviecher, die einfach mal so explodieren. So. Krone einsammeln. Wow. Also ja, das ist ziemlich garstig. Muss ich ehrlich zugeben. So. So. Weg mit diesem Flieger. Und weg mit den Gegnern hier. Au. Au. Hört auf, mich so durch die Gegend zu schubsen. Das ist nicht nett. So, weg mit den Köpfen. Weg mit euch. So, und jetzt weg mit dem Spawner. So. Weg mit den Höllenhunden. Okay, jetzt gibt es Spawner, die direkt Höllenhunde spawnen. Das ist ja schon mal nicht nett. Die Hitze noch intensiver als vorher. Oh, und noch mehr Spawner. So. Weg mit dem Flattervieh. Her mit dem Essen. Weg mit dem Explosionsviech. Wow. Das Flatterviech überlebt aber ziemlich viel. So, weg mit dem Spawner mal. So, weg mit euch. So, hier. Kriegst deine Feuerbälle wieder zurück. Oder ich töte dich einfach mal so. War noch ein Flatterer hier? Nein. Gut. So. Das eine Leben haben wir wieder, was wir verloren haben gleich am Anfang. Sammeln wir mal hier das Zeug ein. Sammeln hier das Leben ein. Und jetzt sammeln wir den Schlüssel ein. Weil ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt gleich den Schlüssel einsammeln. Nö. Spawn nichts Neues. Das Essen lasse ich mal liegen. Wow. Okay, Kultisten. Das ist dann wieder etwas einfacher. Ja. So, weg mit dem. Weg mit dem, der uns verzaubern will. Und dann mal weg mit dem Spawner, würde ich sagen. Oder erstmal weg mit dem Viehzeug. Was lästig ist. So. Und weg mit dem Spawner. Gut, die Brücke lassen wir gleich runter. Erst will ich kurz hier das Essen zu kleinen Holz verarbeiten. Ja, habe ich das auf volle Absicht. Oh, da oben ist ein schöner Goldschatz. So.
einmal runterlassen. Da drüben sehe ich doch schon wieder jede Menge Höllenhunde. So. Noch mehr Essen. Eins eingesammelt, eins zerstört. Noch eins eingesammelt. Kriegen wir dich kaputt wenigstens? Ja. Sehr gut. Okay, da oben sieht schon mal wieder nach Kampfarena aus. Und da müssen wir auch gleich hoch. Alles kein Problem. Schlüssel einsammeln. Vorher. Okay, da ist eine Schatzkammer mit zwei Mana-Tränken. Und jede Menge Kultis, die zu Höllenhunden werden. Ja, da kommt noch einer von der Sorte. So. Glaubst du, ich lasse dich irgendwas machen? So. Jetzt nehme ich mal die Nebenmethode. Einfach alles zurückbolzen. Ja. Genau so. Boah, ist das effektiv. Das ist saumäßig effektiv, merke ich gerade. Einfach mal mit dem Schild da rumstehen und alle Feuerangriffe, die die schleudern, zurückschleudern. Oh, das muss ich öfter machen. Ganz ehrlich. So. Weg mit euch. Weg mit dir. Und weg. So. Das geht schneller als die tot prügeln. Ja, ich mag die Walküre. Ganz ehrlich, die hat wirklich hauptsächlich nur nützliche Special Moves. Ich habe mal offscreen ein bisschen mit dem Mage rumprobiert. Nicht mit dem Mage, mit dem Krieger rumprobiert. Aber der ist dann doch nicht ganz so berauschend. Also jedenfalls, was meine Spielweise angeht. Wow. Höllenhunde. So, einfach mal in die Ecke gehen und alles töten lassen. Ich glaube, das behalte ich. So. Und weg mit dir. Und da kommt ja noch ein Kandidat. So. Oh, hier gibt es was zum Wegsprengen und ich sehe auch schon was. So. Oh, da unten ist sogar schon der Ausgang zu sehen. Okay, ich habe volle Mana-Tränke. Das heißt, beim nächsten Spawner kann ich mal wieder was benutzen. So, wo geht's hier lang? Hier scheint weiterzugehen. Wow. Das sind ein paar viele. Ach ne, hier geht's einfach einmal rundherum. So. Weg mit euch. Hier sind ein ganzer Haufen Feuerwerfer. Ja, werft ruhig eure Flammen. Ich schleudere alles auf euch zurück. Irgendwie, hm? Ja, ihr fliegt irgendwo anders hin und dann gibt ihr ordentlich Feuer. Bonbon, bonbon. Das ist teilweise unfair. So, da ist ein Schlüssel drin. Das heißt, da werde ich mich mal gezielt durchmetzeln. So. So, während sie kampfunfähig sind, kann ich schön durch sie durchdashen. Und ein paar auch verprügeln. Für irgendwas braucht man ja die Dings, die den Standardangriff ja auch noch. Okay, meine Tränke sind voll. Sollte ich beim Spawner gleich einen verbrauchen, kann ich ja kurz zurückgehen und den Trank holen. Das ist ja, das ist mir nämlich wert irgendwie. Genau, bei dem Spawner hier zum Beispiel. Okay, der Rote muss als erstes ausgeschalten werden.
ja. Oder auch nicht. Ja. Der schützt wieder seinen Spawner. Und durch dich dashe ich mal durch, so dass du mich nicht mehr nervst. Da habe ich meine Krone verloren. Die hole ich mir einfach wieder. So. So. Weg mit dem Schutzmagier. So, weg hiermit. Oh, da ist ein neuer Impulse-Spawner. Gut, zu wissen das. So, einmal die Frisbee quer durch die Reihe. Wow. Ja, ihr werdet jetzt wieder zu Höllenhunden. Du beschützt wieder deinen Stein. Ups, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Genau wie ein Superheld. Oh. So, einfach mal hier durchmetzeln. So, und jetzt da mit der Frisbee durch, bitte. So, weg mit dem Magier, der den Stein beschützt. Und dann weg mit dem Kleidzeug. So, weg mit dir, Imp. Und ich habe meine Krone wieder verloren und wieder nicht zurückgekriegt. So. So. Alles weg, alles weg. Und wie gesagt, ich gehe kurz zurück, den Mana-Trank holen. Ja, ich bin in Valkyrenform. Kleben die Flügel eigentlich an meinem Helm? Nee, die kleben an meinem Rücken. Sieht ja cool aus. Die Valkyrie braucht dringend Nahrung. Ach nee. Aber Mana-Trank tut's erstmal genauso. So, Instant-Heal, aber es gibt ja eigentlich ein Artefakt, was heilen kann, aber ein Instant-Heal-Artefakt gibt's leider nicht. Naja, es gibt das, sie verwandeln Gegner in Truthähne-Artefakt. Ah ja. Essen, danke. Weg mit dem Dämon her. Das sieht wertvoll aus. Das ist so böse übertrieben. So, jetzt sprengen wir erstmal da oben das Ding in die Luft. Ja. Dich blocken wir einfach mal. Dong, 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 dong. Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos, Valkyrie. Da ist noch ein Durchbruch, den wir aufsprengen können, okay. Und zweimal Flaschen. Hm. Zweimal Flaschen brauchen wir nicht. Im Augenblick nicht. So, was haben wir hier? Einen Schlüssel. Und das war's dann auch, weil hier sehe ich keinen Durchbruch mehr, wo wir uns durchspringen können. Okay, wir haben schon mal einen Schlüssel. Damit können wir eine der beiden Seiten hier öffnen. Na, dich mache ich mal im Nahkampf kaputt. Und hier haben wir noch einen Schlüssel, okay. Öffnen wir erstmal oben. Oh, jetzt habe ich auch eine Runde geöffnet. Da sollte ich mich mal kurz zurückziehen. Ja, alles umhauen. Wow, das war jetzt mal ein heftiger Kill. So. Und weg. Ja, komm. Schleuder Feuerbälle, die schleudere ich zurück. Gut. Dong, dong, dong. So. Schätze, einen Mana-Trank, den ich nicht gebrauchen kann. Das Essen ist kaputt. Eine Bombe, die ich nicht brauche zurzeit. Ah, Essen. Au. Ich glaube, das behalte ich. Essen, was ich dringend brauche.